So, ihr durftet noch... Ah, schon wieder dieses so, verdammt. Ja, ihr durftet jetzt begutachten, wie die Gegner versucht haben, hier anzustürmen, es aber nicht geschafft haben, so, wie ihr jetzt hier sehen könnt. Verdammt, Alter, dieses so. Immer wieder dieses so. Ach. Okay. Einsatzbereit. Ich weiß, dass ihr einsatzbereit seid. Okay. Herr der Rune, bin unterwegs. Das ist extrem schlecht. Ich habe hier sau wenig Platz noch. Ich krieg hier kaum noch irgendwo was unter. Ich muss halt doch mein Lager hier ausweiten. Dann mache ich das vielleicht, glaube ich, mal am besten. Ja, da rennen sie schon, die Barbärchen. Hey, hier ist euer Feind. Guck sie da. Darf ich aber keinen Zauber mehr machen, sonst sterben mir hier gleich mal sämtliche. Ich lasse ich mal hier, damit ich ja Rückhand habe. Wie ich sehe, haben sie auch noch nicht meine Leute hier kaputt gemacht, was mich verwundert ein bisschen. Aber gut, soll mir recht sein. Ja. Was wünscht ihr? Ich muss das Lager ausweiten, ich muss hier weiter anbauen. Und dafür werde ich jetzt hier ein bisschen Wache stehen. Ich glaube, die kommen von hier immer so rüber. So wie es aussieht, versuchen sie auch bei den Utrana-Lager immer vorzudringen, aber es sieht nicht gut aus. Das ist natürlich auch schlecht. Ah, nein, das kann ich nicht. Ach, guck sie dir an, wie sie alle zusammenknicken, ey. Das ist doch gar keine Gegnerschaft mehr. Einsatzbereit. Bin unterwegs. Na, dann lasse ich die mal auch hier anrücken. Marschbefehl. Mein Bogen für die Rune. Und die lasse ich mal weiter marschieren. Die kommt von hier, oben. Dann werde ich die mal in diese Richtung schicken. Windeseile. Erstmal den Nahkämpfer erledigen. Wie schön, dass die Fernkämpfer mich einfach alle konsequent ignorieren. Dorthin. Ich eile. Zu eurem Alles klar. Ja. Wohin soll ich gehen? Ihr greift ihn doch alle gemeinsam an und steht nicht nur da rum. Jetzt mal ernsthaft, ey. Manchmal... Habe ich einen Verdacht? Was soll ich tun? Rasch wie der Wind. Vorwärts, Schwestern. Dann wollen wir mal gucken, was die Gegner hier so treiben, Feines. Windeseile. Aha. Hier kommen wir auch langsam in die Utran-Festung, nehme ich mal an. Ist das hier? Weitere Gegner. Weitere Gegner, die wir verfüttern müssen. Los, ey! Schützt euresgleichen! Ach, da ist doch gar nichts zu viel. Macht doch nicht immer alles schlimmer, als es ist. Oh, da ist eben die Nahkämpferin abgekratzt. Herr der Rune, gehen wir's an. Habe verstanden. Da. Das brauche ich genau. Ich mache sowas von ungerne Rekruten bei denen einfach. Okay, so. Befehlt. Hm. Schnell wie ein Pfeil. Gehen wir mal hier hoch.
Gucken wir mal. Bereit für den Kampf. Alles klar. Waren hier gerade Gegner, oder? Gebiet sichern. Allen Ecken und Kanten überall Gegner kommen, das ist doch ätzend. Ich werde angegriffen. Ach, ist mir egal, ob du angegriffen wirst. Mein Bogen für die Rune. Wie der Wind. Aria, oh, ich krieg die Krise. Warum immer dieses Aria? Warum ich jetzt hier diese Waldspinnen angreife, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Na gut, es muss getan werden. Auch wenn ich nicht genau weiß, warum. Was wünscht ihr? Ja, die haben ja hier auf alle Fälle keine Chance, egal was sie machen. Das ist schon mal gut. 12. Oh, das wären es dann. 15 dann. Mein Bogen für die Rune. Ah, hier könnte man wahrscheinlich dieses Spinnen, diese Seide daher bekommen. Oder auch nicht. Verflucht. Ich hatte echt gehofft, dass man die hier kriegt, vielleicht. Seid auf der Hut. Naja, das ist ja auch Utran. Das ist ja auch nicht diese andere Gegend, da wo die Tussi da gemeint hat. Diese Elben-Näherin da. Bereit für den Kampf. Marschbefehl. Bereit für den Kampf. Einsatzbereit. Noch einer, sehr schön. Alles klar. Oh, was ist das denn jetzt schon wieder? Geh weg. Sehr schön, endlich mal. Ah, die machen auch wenigstens ordentlich Schaden. Guck dir das an, wie die Gegner wegputzen. Das ist toll. Befehl verstanden. Ein Überfall. Bereit für den Pen unterwegs. Oh, Gegner. Überall sind diese Drecksgegner. Okay, dann wollen wir mal gleich hier, zack, und was? Verfügt über mich. Verstanden. Okay. Erstmal hier Abwehrstellung aufbauen. Einsatzbereit. Die macht ihr auch mal eben platt. Hahaha, genau so. Ah, sehr schön. So will ich das sehen. Bin unterwegs. Einsatzbereit. So, ihr seid Nahkämpfer. Ihr kommt hierher. Ich habe gedacht, da denkt man, man hat jetzt endlich die Ruhe hier. Kann ja endlich mal in aller Ruhe hier die Abwehr ein bisschen aufbessern. Nein, jetzt müssen die Barbaren kommen. Die ganze Zeit sind sie nicht einmal aufgeschlagen. Die ganze verdammte Zeit nicht. Und jetzt kommen sie natürlich. Oh, ey, das gibt's doch nicht. Also, die Gegner haben manchmal ein Timing drauf. Das ist eklig. Oh, das ist richtig scheiße, was hier gerade abgeht. Die sammeln sich hier gerade ganz stark. Das ist nicht gut. Hier bin ich. Okay, ich brauche mehr Nahkampfeinheiten jetzt. Nahkampf, wir brauchen Nahkampf. Hier bin ich. Schon dabei. Nein. Schon auf dem Weg. Nix schon dabei. Du bist da eben nicht schon dabei. Schon dabei. Du gehst jetzt erstmal da rein und dann machst du hier weiter schön Holz weg. Das blöde Holz kann ich nämlich hier nicht gebrauchen. Oha, Helden sind auch was
Was? Die Rune befiehlt. Ach so, ich hab dann nix. Ach so. Das ist ich glaube, es ist kein Fehler gewesen, dass ich langsam hier angefangen habe, auch bei den Menschen aufzubauen. Die wollen gerade wirklich von allen Seiten irgendwie kommen. Batz. Er ist hergekommen, um sich ja, töten zu lassen. Toll. Erwarte euer Kommando. Gebiet sichern. Okay, runter mit euch. Ja, kein Wunder. Es sind einfach zu viele, die auf einen allein drauf ballern können. Gibt einen Schützenkampf, aber wir haben weitaus bessere Karten als die. Jawohl. Gib das Zeichen. Ja. Sieht sie hier oben aus? Zwei Stück. Ja. Der ist jetzt tot? Nein, ist er nicht. Hat der ein Schwein gehabt? Hat der ein Schwein gehabt, oh Mann. Verfügt aber verstanden. Okay. Gehen wir es an. Ah, dann schicke ich mal meine Männer statt den Elfinnen los, weil die, ihr seht ja, guckt ihr an, wie die das reißen hier gerade. Das ist ein ganz anderes Spielverhalten wieder mit denen als mit den Elfinnen. Das wird natürlich mit denen auch später noch besser, aber momentan haben die halt nicht so gute Einheiten im Moment. Befehl verstanden. Deswegen werde ich jetzt erstmal mit denen losmarschieren. Es ist halt auch einfach die Fähigkeit, zwei Gegner gleichzeitig abzuschießen. Das ist so ein unglaublicher Vorteil. Das könnte man echt unterschätzen, aber Befehl verstanden. Es ist echt sehr, sehr praktisch, wenn man zwei Gegner gleichzeitig abschießen kann. Dadurch sind die halt praktisch doppelt so stark, weil sie halt immer zwei Gegner auf einmal treffen können. Also. So, wer das aber erledigt. Nice. Und ich meine, ihr merkt es ja selber, wie schnell da teilweise die Gegner einfach einknicken. So, einsammeln, immer gut. Und dann wollen wir mal gucken, dass wir das Utran-Hauptnest befreien. So sieht das doch schon mal gar nicht mal so schlecht aus. Na, bis jetzt ist noch auch keiner abgekratzt von unseren Leuten. Jetzt könnte es gleich soweit sein bei einem, aber bis jetzt... Sehr schön sieht das aus, sehr schön. Gebiet sicher. Alles klar. Die Gegner werden auch immer angriffslustiger, sag ich mal. Bin unterwegs. Da ist das Lager. Oha. Erstmal das Nest hier kaputt machen. Sehr schön. Hat er sich auch selber geheilt. Wunderbar. Yes! Ich bin aufgestiegen! I'm Stieg, I'm auf. Macht erstmal die ganzen Leutchen da um den Spawn herum kaputt. Und jetzt kümmert euch mal schön um diese. Ja. Möchte gern Behausung. Erwarte euer Kommando. Sehr schön. Läuft besser als erwartet. Läuft besser als erwartet. Hier bin ich. Holz habe ich so viel. Dann werde ich gleich mal direkt den ganzen Wald hier erstmal beseitigen. Ja,
Okay, das sieht gut aus. Wunderbar. Der ist auch gleich tot. Wups. Sehr schön. So. Ach Gott, einer hat es noch auf den Spawn rausgeschafft. Hat aber nicht viel genützt. Na? So. Ah, diesmal überschlägt sich mein Inventar nicht so sehr wie beim letzten Mal. Schade eigentlich fast schon. Das hat nämlich einen Haufen Geld gegeben. Oh. Das ist ein bisschen doof, weil ich bräuchte echt mehr Nahrung, um da ein bisschen was machen zu können mit dem mehr Männer machen halt, ne? Ihr versteht. Oha. Oh. Sieh mal einer an, da sind ja ein paar Gegner aufgekreuzt. Befehl verstanden. Wo kamen die denn plötzlich her? Von da hinten wahrscheinlich sind die so rüber marschiert, die Säcke. Ist da auch noch ein Lager? Gleich mal hingucken. Aber ihr seht, alles cool. Inzwischen haben wir mal die Map ein bisschen zu unseren Gunsten verändert. Inzwischen sind es nicht mehr viele rote, sondern mehr grüne Punkte. Von dem her, ja. Kann man so stehen lassen, würde ich sagen. Oh, der eine, das überlebt er nicht, glaube ich. Das überlebt er nicht. Ah, das war klar, dass er das nicht überlebt. Aber nein. Das ist nicht so wild. Gut, die Gegner hier werden auch immer mehr. Naja, so teilweise immer mehr. Aber sie schaffen es einfach nicht vorbei, von dem her. Ja. Die Deckung. Gebiet sichern. Bin unterwegs. Ja, aber wer denkt, dass ich jetzt die ganze Zeit mit den Menschen kämpfe und von den Menschen gerade mal einer jetzt gestorben ist? Also zumindest hier in dieser Gruppe, mit der ich ja aktiv angreife. Oha, kommen sie auch noch von der anderen Seite? Ich glaub's nicht. Kommen sie von der anderen Seite angescheißert? Ich glaub es nicht. Also da hinten ist auf alle Fälle noch ein Lager. Seht ihr schon wieder? Ey, wie schnell die teilweise inzwischen jetzt schon die eigenen Einheiten da verbrennen. Also, ich meine, es muss ja irgendwo auch ersichtlich sein, dass man mit lauter kleinen Wellen inzwischen nichts mehr reißen kann. Da würde ich doch erstmal warten, bis man eine richtig große Welle hinkriegt und dann halt, ne? Große Welle voran. Oh Mann, wieder so ein Nest voller Heiler. Tja, ich brauche so gut wie keine. Boah, das geht so schnell gerade. Alter, meine Männer sind übertrieben stark. So, jetzt erstmal die Goblins verbraten. Beulemacher haben ja keine sonderlichen Fähigkeiten. So, jetzt wird als nächstes noch die hier kaputt gemacht. Oha. Ah, kommen sie von oben wieder, die Barbaren. Aber so wie es aussieht, schaffen es die Barbaren auch hier nicht weiter. Sammeln
Und jetzt könnt ihr angreifen. So, jetzt mache ich noch eben das Lager da hinten fertig und dann sagt auch schon wieder die Zeit goodbye. Aber die werde ich jetzt noch eben schnell eliminieren. So. Wir haben die Macht. Eins All Gone ist mit uns. Auch wenn er nur gerade sinnlos in der Gegend rumsteht. Naja, was heißt eigentlich sinnlos? Er hält hier gerade einfach die Stellung, kann man sagen. Gebt das Zeichen. Befehl verstanden. Befehl verstanden. Ja. Ich denke einmal, die haben das Lager dort hinten geknackt. Gebt das Zeichen. Alles klar. Augen offen halten. Ne? Natürlich. Jetzt noch gerade mal eben alle zusammenziehen lassen. Ja, sehr schön. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.